Hallo meine Lieben, hier möchte ich euch meine zauberhaften Glasfindlichter vorstellen. 3 Stück an der Zahl, wieder in einem Größenunterschied von 30, 35 und 40 cm. Richtig schön dickes Glas, strukturiertes Glas in so einer Rautenoptik. In 2 Farben. Ich habe einmal das Dreier-Set in einem schönen Pistaziengrün. Das ist ein helleres Grün, was ein bisschen frischer wirkt, auch so leicht in die Limonenrichtung. Und ich habe ein etwas dunkleres Moosgrün, was jetzt für den Herbst auch extrem schön aussieht. Geht so ein bisschen in diese englische Richtung, in diese elegante, zurückgenommene, dezente Variante. Seht auch so ein bisschen an unserem Ledersessel. Traumhaft schön, wie ich finde. Sehr elegant, mit Liebe für euch rausgesucht. Gerade jetzt für die Herbstzeit seht ihr, dass es mit Braun sehr schön kombinierbar ist, dass es mit Orange sehr schön kombinierbar ist. Das peppt nochmal ein bisschen auf. Ihr könnt hier kleine Teelichter reingeben, ihr könnt kleine Motivkerzen reingeben. Ihr könnt natürlich ganz viel Schokolade reingeben, das ist auch gut. Oder nehmt so ein paar andere, zum Beispiel so ein paar Weintrauben, die man so raushängen lassen kann, wie ich das in dem Rosa Kelch auch hatte. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Gerne so meine Empfehlung, das als Dreier-Set zu kombinieren. Ich finde das zum Beispiel ganz schön in der Variante. Oder ihr könnt natürlich auch sagen, okay, ihr macht das ein bisschen versetzt, dann aber immer einen großen und den ganz kleinen Kelch in die eine Richtung, wenn ihr so eine Tischdekoration haben möchtet, und den mittleren dann in die andere Richtung. So könnt ihr auch eine lange Tafel zum Beispiel schön ausdekorieren. Also, die Wahl ist, wie gesagt, entweder die Variante hier in dem schönen helleren Pistaziengrün oder einem dunklen Grün. Ich hole euch das auch gerade noch mal kurz, damit ihr das auch seht. Das hat ein schönes Moosgrün, geht dann auch in diesen gedeckteren Ton. Beides sehr strukturiert, beides sehr schön dick, wandig, kann man normal abwaschen, das ist gar kein Problem. Und einzeln sowohl, aber auch meine Empfehlung, als Set dekorierbar. So, ich denke, der Herbst kann kommen. Wir können den Herbst schön einläuten mit einem schönen, eleganten Glas-Kelch-Set in dieser Dreier-Kombination. Macht es auf dem Esstisch, auf dem Sideboard oder auf dem Beistelltisch, wie ihr das möchtet. Ob im Wohnzimmer, im Eingangsbereich. Ich finde, die Schmuckstücke kann man direkt schon im Flur auch dekorieren. Vielleicht mit kleinen flammlosen Teelichtern, wenn man das mag. Die möchten gesehen werden. Aber ihr könnt sie auch gut auf dem Fensterbrett dekorieren. Wäre auch eine schöne Idee, weil sie eben sehr schön hoch sind. Da sieht man die auch von außen. Kann man auch ein bisschen mit angeben. Also viel Spaß und Freude damit. Ich freue mich auf eure Deko-Fotos. Eure Stefanie.